Genau, also wenn du fragst, wie die, ich habe gesagt Klassifikationen, Kategorisierungen. Vom Kant her ist zum Beispiel klar, nicht, dass wir den Dingen, die aus sich selbst heraus die Ordnung uns nicht ins Bewusstsein spiegeln, sondern dass die Menschen in ihren symbolischen Operationen den Dingen eine Ordnung verleihen, um das jetzt vereinfacht zu sagen. Diese Fragestellung kann ich jetzt natürlich auf unterschiedliche wissenschaftliche Diskurse beziehen. Also man kann ja sagen, die Diskursgeschichte Foucaults fokussiert dann zum Beispiel auf die Ökonomie. Und der Foucault war ein akribischer Leser. Ich war 2,5 Jahre in den späten 90ern auf seiner Spur in Paris. Also um es einfach zu sagen, er ging in die Bibliothèque Nationale, sagte, ich will alle ökonomischen Traktate von 1780 bis 1820. Dann hat er diese Traktate studiert und vom Ansatz her eben die Kategorien isoliert. Der Marx hat das übrigens ja auch ganz ähnlich gemacht. Die Kategorien isoliert, mit denen die Ökonomen die Welt wahrnehmen. Ist das nachvollziehbar? Insofern ist es immer so, dass er heute auf der Baumgartner Höhe ein Psychiater durch seine eigene Klassifikationsgeschichte an der Objektkonstitution des Wahnsinnigen natürlich beteiligt ist. Ne? Ich würde übrigens heute für unsere Gesellschaft Begriffe wie psychische Instabilität oder so empfehlen wollen, weil mit Wahnsinn einfach auch sehr viele Ängste verbunden sind und die meisten Probleme, die wir haben auf der Baumgartner Höhe oder in einer anderen Klinik, haben ja wirklich damit zu tun, dass die Menschen zusammenbrechen. Also man hat viel über Burnouts diskutiert. Das wäre aber ein Beispiel. Die Baumgartner Höhe hat zum Beispiel, glaube ich, lange gebraucht, um das Burnout als psychiatrische Kategorie zu akzeptieren. Das wäre so ein Beispiel, da könnte man eine Promotion drüber schreiben oder einen Text, wie lange die psychiatrische Diskursivität, ohne große Polemik jetzt gegen die Psychiater, die auch versuchen, ihren Job gut zu machen, und manche machen das auch gut und andere nicht, manche gehen biologistisch, erklär mal das so. Man hat biologistische Psychiater, die sagen, dass etwa ein Phänomen wie die Paranoia oder die Schizophrenie durch biologische Störungen im Hirn entstehen. Dann habe ich keine Möglichkeit mehr zu sagen, dass der Mensch psychisch instabil ist, weil er obdachlos wurde, weil er geschieden wurde oder weil sie geschieden wurde oder vergewaltigt wurde. Ne? Ich kann dann soziologisch die psychische Instabilität nicht mehr erklären. Und genau das zeigt doch nicht, dass wir in unserer eigenen Redeweise, in der, wie der Foucault sagt, Materialität des Unkörperlichen, in der Materialität dessen, was wir sagen, natürlich die, also natürlich war jetzt rhetorisch interessant, aber ne, natürlich die Natur ordnen. Das heißt, wenn ich keinen Darwin habe, dann habe ich ja keine Evolutionstheorie. Das heißt, erst durch die Kämpfe, die der Darwin auch gegen die anglikanische Kirche im 19. Jahrhundert ausfechten musste, tritt für uns ein, ja natürlich auch gegen den Theismus oder gegen die Theologie gerichtetes Denken auf, indem ich sozusagen nicht mehr den Schöpfungsmythos der Bibel brauche, sondern meine eigene Hand sozusagen von der Affenhand her erklären kann. Das passiert aber wissensgeschichtlich eben zum Beispiel mit dem Darwin. Ganz ähnlich, parallel dazu gibt es ja die Erbsen, das wissen wir ja noch aus dem Biologieunterricht von Mendel. Und mit den Erbsen von Mendel konstituiert sich langsam die moderne Genetik, zu der Foucault auch viel gearbeitet hat im Übrigen. Also weil die Nobelpreisträger für Genetik, auch in Paris, Jacques Monod etwa oder François Jacob, brillante historische Abhandlungen über die Konstitution der Genetik vorgelegt haben. François Jacobs Buch heißt Die Logik des Lebendigen. Und genau da wird eben Wissenschaftsgeschichte oder Wissensgeschichte für uns selbst immer interessant, weil wir sozusagen in den Archiven, sagt dann der Historiker, auch der Historiker Foucault, denn ich würde ihn immer noch als so etwas begreifen, wie wir in unseren eigenen Archiven rekonstruieren können, wie beispielsweise Alltagsereignisse sich überhaupt konstituiert haben. Ich glaube, man darf sich das so vorstellen, dass Foucault etwa beim Schreiben von Überwachen und Strafen durch eine Pariser Straße geht und dort fährt ein auf die Guillotine zu führender Delinquent, vollkommen eingeschlossen in einen Wagen, an ihm vorbei. Das ist ein Ereignis, kann der Historiker sagen. Und dann kann ich versuchen zu rekonstruieren durch Archivforschung, wie es denn zu diesem Ereignis kam. Das ist insofern interessant, wenn ich richtig informiert bin, haben die Franzosen die Guillotine oder das Schafott erst 77 abgeschafft und Foucault setzt sich eigentlich davor auch schon dagegen ein und rekonstruiert dann, weil ich gesagt habe, parallel zu dem, was der Marx bei der Fabrik gezeigt hat, rekonstruiert dann auf dem Weg vom 18. zum 19. Jahrhundert, in welcher Art und Weise die Macht auf die Körper zugreift und dabei regulative zwischen Leben und Tod
in Gang setzt. Also ein Beispiel, Überwachen und Strafen beginnt damit, dass ein Königsmörder vor Notre Dame unter der sichtbaren Präsenz des Königs, kurz gesagt, gevierteilt wird. Dann funktioniert das nicht mit den Sehnen, jetzt müssen es Pferde anhängen, dass dieser Körper also für immer zerrissen sei. Dadurch konstituiert der König gegenüber dem Delinquenten seine Souveränität, indem er ihn tötet. Dann kommt die Französische Revolution, es ändern sich die Bildungslandschaften und eben auch die psychiatrischen Kategorien und wir landen kurz gesagt beim Gefängnis. Weil jetzt im Gefängnis, auch bei uns heute, also es gibt keine Todesstrafe mehr bei uns, in Amerika schon, das ist die elektrische Stuhlfrage in den Vereinigten Staaten, aber unsere Gesellschaften in Europa haben sich entschlossen, die Grenze von Leben und Tod in der Frage der Kriminalität eben nicht zu überschreiten. Und da arbeitet Foucault sehr stark an dieser Grenze von Leben und Tod, weil ich im Gefängnis natürlich trotzdem eine sehr infinitesimale, wie wir alle wissen, Reglementierung habe. Sepp Zauniger hat doch jüngst eine sehr liebenswerte Kollegin für Okta auch interviewt, die gezeigt hat, wie Therapieformen, natürlich, es war typisch foucaultianisch, die Kollegin hat gezeigt oder argumentiert, dass die Therapieformen, ich habe letztes Jahr mit liebenswerten Therapeuten zusammengearbeitet und wie bei Lehrerinnen, man kann natürlich nicht unterstellen, dass die Menschen da sich nicht bemühen. Nur wenn ich eine sozioökonomische Möglichkeit habe, an Menschen zu stabilisieren, dann wird zum Beispiel eine Therapieform eigentlich zu einer, wie soll ich sagen, AMS-Reintegrationsmaschine. Das wäre ein ganz plattes foucaultianisches Beispiel, das mir zum Beispiel aufgefallen ist vor genau 20 Jahren, als ich den Zivildienst gemacht habe in Wien draußen am Schöpfwerk und wir gleichzeitig Foucault'sche Forschungen am Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte diskutiert haben.